Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Rise of a Tomb Raider. Genau, ich habe ja hier letztens bei dem Lagerfeuer bei dem Gebiet Weg der Unsterblichen aufgehört. Und ja, ich habe natürlich am Ende der letzten Aufnahme wieder mein Outfit ein bisschen geändert. Man sieht es ja. Sieht auch richtig klassisch und sehr majestätisch aus, finde ich. Und ja, wir haben ja in der letzten Aufnahme ja schon ein bisschen weiter Hauptstory-mäßig mehr gemacht. Also wir haben einiges erfahren. Wir haben Jonna unter anderem wieder gesehen nach langer, langer Zeit. Dann gab es ja in der Wetterstation bzw. im Gefängnis gab es da ja eine Situation, wo jetzt Lara Croft, Jonna und auch Konstantin waren, und der Konstantin hat natürlich den Jonna ein bisschen ausgetrickst und ihn sehr schwer verwundet, und ich kann echt nur beten, dass er es irgendwie geschafft hat, das Ganze zu überleben, der Jonna. Also wenn der jetzt stirbt, glaubt mir, dann werde ich mich sehr an Konstantin rächen, aber das werde ich ja so oder so tun. Und wir haben des Weiteren auch ein sehr, sehr beschissenes, also für mich persönlich war es ein sehr beschissenes Sprung und gleichzeitig auch Timing-Rätsel beim Observatorium gehabt. Ja, das Rätsel, das hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Es war nett und auch eine nette Idee auf jeden Fall, aber für mich persönlich hat es nicht gefallen. Aber gut, wir haben es ja jetzt hinter uns, Gott sei Dank. Und ja, wir haben auch dann in diesem Gebiet hier auch nochmal die Unsterblichen gesehen. Und die haben uns noch nicht bemerkt. Also die hatten uns ja schon einmal bemerkt. Und ich habe schon beim ersten Treffen von den Unsterblichen, wo die ja mit Feuerfallen auf uns geschossen haben, da hatte ich höllischen Respekt vor denen. Beim zweiten Treffen mit den Unsterblichen, da haben die uns Gott sei Dank nicht bemerkt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob wir doch noch gegen die kämpfen müssen. Ich hoffe mal nicht. So. Gibt's hier irgendwie... Ja, hier gibt's zwar ein bisschen was... Achso, oh Gott. Okay, das Gebiet sieht hier ein bisschen groß aus, aber sonst geht es. Okay, also da kommt noch ein bisschen was. Okay, die Glocken läuten wieder. Beim letzten Mal, wo wir die Glocken gehört haben, waren die Unsterblichen in der Nähe. Ja, scheiße. Oh, scheiße. Da sind sie schon wieder. Lara, sei bloß still jetzt. Was, sie haben da einen Ramp... Nee, kein Rampok, eine Balliste. Ach du Scheiße. Es sind so viele. Okay. Ich habe so das Gefühl, die bereiten sich... Gut, hoffentlich haben die das jetzt nicht gehört. Wo bin ich eigentlich jetzt? Hier, okay. Hier ist ein Dokument in der Nähe. Haben will, haben. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an.
Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Ja, mit den Unsterblichen sollte man keine Späße machen. Flucht, einziger Überlebender. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Nein. Mongolisch? Wir können jetzt Mongolisch erlernen. Lol. Okay, eine neue Sprache. Sonst hatten wir bis jetzt Griechisch und Russisch. Jetzt kommt Mongolisch. Okay, hier ist noch ein Lagerfeuer. Überwinden Sie die Mauern zur Innenstadt. Okay, die haben sogar Boote. Ach du Scheiße. Also ein bisschen Respekt habe ich schon von den Unsterblichen. Yay. Und einen Fähigkeitspunkt erhalten. Super. Ja, dann nehmen wir den auch gleich direkt ein. Ah, ich kann Pumpy upgraden. Achso, hier nur die Flinte hier. Och, nö. Nö, das muss nicht sein. So, genau. Beim Überlebenden hatten wir neulich ja auch Stufe 2 komplett abgeschossen. Hier auch alles super. Achso, ach ja, stimmt. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Was brauche ich denn dafür? Fähigkeit Dreifachschuss. Achso, ja. Haben wir. Das schalten wir jetzt frei. Dreifachschuss. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 3 Pfeile und separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Okay, interessant. So, und das nächste wäre dann beim Überlebenden wieder... Pfeilkletterer. Okay. Interessant. Okay. Okay, wir haben volle Federn. Da haben wir auch alles voll. Da haben wir auch alles voll, okay. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, da ist ein Seil. Ich hoffe, sonst habe ich hier alles. Und jetzt geht's da weiter. Ach du Scheiße. Das... Ernsthaft? Wir müssen jetzt zur Festung von den Unsterblichen. Ach du Shit. Oh, na, das wird ja lustig. Mist! Das war arschknapp, aber sowas von arschknapp. Gott, ey. Oh, fuck. Ja, wow, super. Ach du Scheiße. Scheiße, jetzt müssen wir doch gegen die Scheiße. Unsterblichen kämpfen. Oh, fuck, 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 fuck. Nee, komm, Pumpy. Mein Gott. Boah, sind die stark, ey. Scheiße, scheiße. Leck mich. Leck mich. Du sollst mich lecken. Boah, wie viele kommt denn noch von denen?
Gott aus der Wien! So, hab ich's jetzt erstmal? Oh, Leute! So, gibt's hier oben irgendwas? Nein. What the fuck? Alter. Hoppala. Wow, von denen bekommt man sogar Fälle. Respekt. Also da muss ich hin, okay. Ich glaube, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Aber ich schaue mich hier nochmal kurz um. Es kann ja sein, dass hier noch was ist. Ja, eine kleine Lootkiste. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Achso, ja, einfach die Treppe hier benutzen. Okay, alles klar. Oh, scheiße, hier sind wieder welche. Oh, da oben. Und ich hab es aber auch schon irgendwie geahnt, dass wir früher oder später gegen die scheiß Unsterblichen doch kämpfen müssen, ne? Also wenn das so viele auf einmal sind, dann sind die ja schon gefährlich, ne? Aber einzeln geht es ja doch noch. Ich hoffe ja nicht, dass da oben welche hier sind. Oh, Heilkräuter, ja, die kann ich hier mehr als gut gebrauchen. Die hinterlassen zum Großteil Pfeile, okay. Naja, warum nicht, ne? Das blaue Feuer sieht aber auch geil aus. Aua. Ja, 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 ja. Mhm. Regine, Scott aus der Dien! Ja, toll. Oh, 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 mit Schild. Nö, 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 nö.
Ja. Lara, beweg dich. Beweg deinen Füßen, kleinen Arsch. Alter. Ja. Alter, die ficken mich, ey. Ja, klar, während des Sprungs. So, meine Fresse, der ist schon mal weg. Alter, weiter. Ja, lass mich erstmal hier mich umschauen, bitte, Spiel. Bevor ich da den Hauptweg bestreite. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Sogar mit Anlauf glaube ich nicht. Und ich will nicht freiwillig ins Feuer springen. Nee, das muss nicht sein. Okay. Da gibt es auf jeden Fall ein Dokument.